Okay, willkommen zum Week 2 Teambuilding. AKA How to Deal with Mega Venusaur. Ich finde nicht mal, dass Mega Venusaur unser größtes Problem sein wird. Aber ja. Ich habe hier das Team vom Gegner. Wir haben Victini, Mega Venusaur, Buzzwole, Reggie, Alecki, Kobalion. Cobalion, Milotic, Zygarde, Dog, Xatu, Persian, Huntail und Granbull. Und unser Team ist direkt unten drunter. Und ich habe mir hier ein Schon wieder paar abgebaut. Gedanken natürlich schon gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich habe jetzt kein Showdown-Team erstellt, aber die Gedanken habe ich trotzdem schon gemacht. Okay. Also ich habe jetzt auch noch keine Spreads und oder Moves, oder ich habe ein paar Moves, aber Ich habe so Featuren gesehen, aber. ja, also ich habe auch noch ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, das oder das könnte besser sein. Aber wie gesagt, da können wir jetzt gerne drüber diskutieren. Deswegen, ich kann jetzt mal ganz kurz über das über die Notizen gehen, die ich mir gemacht habe. Und warum ich diese sechs Pokémon hier ausgewählt habe. Okay, fangen wir einfach oben an. Ich habe Heatran genommen, weil, gut, Heatran ist ein gutes Pokémon. Am Anfang dachte ich tatsächlich, dass Heatran nicht so viel Use hat. Aber je tiefer ich dann gegraben habe, desto mehr habe ich dann das Potenzial in diesem Matchup gesehen. Ich habe halt erst gesagt, okay, wie schaut es mit Trapping aus? Müssen wir irgendwas trappen? Nein. Alles, was wir trappen, stirbt durch Magma Storm. Außer, und das, was wir trappen und nicht, was nicht stirbt durch Magma Storm, stirbt auch nicht durch Durch irgendwelche andere. anderen Methoden gegen Heatran. Ne. War Also. auch ein Gedanke, was wir trappen könnten, aber hab ich mich daran Also, erinnert, wie jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendwas zu trappen mit einem Magma Storm Heatran, ist es schief gegangen. ja. Also, Einfach wir brauchen es. 75%. Wir brauchen es nicht. Nein. Buzzwole stirbt durch Feuer. Ich habe Victini nicht gekalkt, aber Regieleki stirbt durch Unvested Earth Power. Okay. Grunbull stirbt, kann durch Uninvested Flash Cannon sterben. Nach Stealth Rock garantiert. Wenn sie überhaupt mitbringen. Wenn sie überhaupt mitbringen. Überhaupt, ich finde Grindbull ist hier ziemlich gut. Deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn sie Grindbull mitnehmen. Intimidate, Fairy Tale. Ja, dann als nächstes Spectrier. Dieses Pokémon ist broken. Sweep durch das komplette Team. Noch ein bisschen Chip Damage. Gut Die übergangen, einzige danke. Resist, die sie dagegen haben, ist Persian. Venusaur nimmt auch nur 40% durch Dingens, durch unboosted Shadow Ball. Aber sobald wir einen Boost kriegen, ist es vorbei. Wir können hinter Substitute gehen und Leech Seed avoiden. Ich weiß nicht genau, wie es mit den anderen Dings ausschaut, aber naja. Regieleki dürfte aber schneller sein, oder? Oh ja, Regieleki ist schneller als alles. Das können wir Ja. nicht outspeeden. Da braucht man Scarf für. Spectrier outspeedet Regieleki, aber dazu komme ich dann noch. Dann als nächstes habe ich Mega Beedrill mitgenommen, weil das kann auch theoretisch alles killen. Vor allem auf plus 2. Deswegen ist die Frage, vielleicht kann man das. Also wir kriegen auf keinen Fall einen Sword Stance ab, aber so ein Felsdinger könnte schon witzig sein. Aber gegen was willst du Felsdinger drücken, außer Persian? Irgendwas, was low ist. Ja, wie gesagt, da können wir noch drüber diskutieren. Grimmsnarl überspringe ich erstmal, weil da bin ich mir selber nicht sicher. Flygon. Regieleki. Ich glaube, Flygon müssen wir mitnehmen. Einfach nur wegen Dingens, wegen Regieleki. Auf jeden Die Fall, das. Alternative wäre Shedinja, aber. Ja gut, Regieleki kann Na. tatsächlich nichts gegen Shedinja anrichten. Nee, kann's nicht. Und Macht es ist nichts. nicht das einzige Pokémon. Ich Haben wir glaube, noch was ins Team? Buzzwole kann auch nicht viel. Zygarde kann nicht viel dagegen machen. Kann Buzzwole nicht Knocker? Ich Aber glaube Throat nicht. Chop mindestens. Es kann Darkest Lariat. Darkest Lariat, genau, das war's.
Aber ja. Ich glaube nicht, dass es Shedinja's das Time to Shine ist. One day. One day. Und als letztes habe ich mit Bombi genommen. Dieses Pokémon kann mit Quiverdance auch sweepen. Das Ding hat Psychokinese für Mega Venusaur. Auf plus 1 Special Defense überlebt sogar eine Sludge Bomb. Es kann mit Shield Dust nicht gepoisoned werden. Oh. Durch den durch den Secondary Effekt. Darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Wie viel macht Psychic nach dem Boost auf Mega Venusaur? 50 bis 60. Kann ich zeigen. Sweet. Nero Bombi. Was? Nichts, ich hab einen schlechten Witz gemacht. Ja, hast du so das Gefühl gehabt, dass ein schlechter Witz jetzt rausgekommen ist, der komplett in meinem Kopf vorbei ist. Hier Venusaur Mega. Hier ist der Kalk. Psychic macht 35. Auf plus 1. Easy Two-Shot. Und auf plus 1 überleben wir die Sludge Bomb, wir können nicht gepoisoned werden. Wenn die überhaupt Special Defense Investments spielen. Ja. Sie brauchen mein schon. Mein erster Gedanke an Mega Venusaur zu breaken wäre nämlich Brave Bird of Starfetch'd gewesen. Ich find's tatsächlich ein bisschen risky, einfach nur wegen dem Recoil. Und wir haben genug Switch-Hands auf Flying-Type-Moves. Ja. Absolut genug Switch-Hands. Kobalion allen voran. Mit Kobalion würdest du nicht gegen Surfetch reinschmeißen. Außer dass wir sind Choice, aber das können wir nicht wissen. Ja. Ich hatte einen Knick in der Logik. Plus. Das macht auch einiges. Aber hat Grandpa nicht Intimidate? Ich glaube, das mit minus 1 spielen. Poison Jab. Das ist plus 1. Du hast recht. Andererseits hat Surfetch nicht Defiant? Nein. Das hat Steadfast. Steadfast. Ich habe schon darüber überlegt. Aber ne, das blockt keine Intimidate, das war inner Focus. Nein, das habe ich gar nicht. Ich wollte eigentlich, aber es eigentlich Defiant gedacht, aber Phalanx hat Defiant. Phalanx hat Defiant, ja. Andererseits mit einem Lauch haben wir 50% Crit Chance, deswegen. Ja. Good Kill auch nach dem Intimidate, okay. Ja, das ist halt nicht mit Vollinvestment, aber. Können Sie noch mal ganz kurz gegen Venusaur. Brave Bird, ja, guck. Oh, good lord. Achso, ja, stimmt, das ist auf minus 1, aber. Ja. Brave Bird critted ohne den Intimidate Drop, könnte es one-shotten. Gut, der Intimidate Drop ist bei Crits irrelevant. Ja. Stimmt. Deswegen, es wird nie one-shotten. Dieses Pokémon hat. Synthesis, es hat Leech Seed. Und dann, ja, dann ist der Damage irrelevant. Ich glaube, da müssen wir dann mit wirklich was Setup-mäßigem durchbrechen, wie zum Beispiel Rip Bombi oder Spectre. Bombi. Ja. So eher. Ja. Wie gesagt, Grimmsnarl habe ich erstmal übersprungen. Weil. Es kann natürlich auch vorkommen, dass man Regieleki mit Reflect und Lightscreen spielt. Und da stellt sich mir dann natürlich die Frage, wie dealen wir damit? Gewinnen wir die Screen Wars mit unserem Grimmsnarl? Ich bin mir nicht sicher tatsächlich. Wir haben keinen Star Super Effective Move auf Grimmsnarl, oder? Doch. Minusaur. Ja, deswegen, da habe ich mir auch gedacht, vielleicht kann man Lycanroc mit dem Psychic Fangs, das geht durch Dingens durch. Stimmt. Durch Screens durch, es macht die kaputt. Es wäre auch gut gegen Victini, es wäre okay gegen Venusaur, es wäre okay gegen Buzzwole. Es hätte Accelerock für das hier.
Ich glaube, es lernt Ice Fang, Crunch oder, ja gut, Stonehenge. Dagegen fahrt ein bisschen Hexenquatsch. Deswegen ich. Also, Lycanroc wäre eine Option, aber ich glaube, damit müssen wir super vorsichtig spielen. Lycanroc würde ich ja schon gerne mitnehmen. Einfach nur was. Aber ja, ich glaube, wir können. Das Einzige, was wir in diesem Squad hier aufgeben können, ist Grimmsnarl. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob wir die Screens aufgeben wollen. Ich meine, wenn die potenziell selber Screens mitnehmen können. Haben die irgendwas mit dem ganzen Monster von Screens profitieren? Weil alles profitiert von Screens, aber. Ja. Yeah. Ich will laut dran denken. Ja, dieses Pokémon kann Brick Break. Das ist natürlich die andere Option, nächste Option, ja. Ich meine, Surfetch kann auch Brick Break, aber again, dann müssten wir Grimmsnarl aufgeben. Die haben auch keinen Geist, deswegen bräuchten wir auf Surfetch keinen Dings, keinen Scrappy. Grimmsnarl gegen Regieleki. Explosion! Das würde das sogar ganz gut tanken. Hätte ich nicht erwartet. Aber gut, es ist auch ohne Investment. Ja, trotzdem ganz okay hinter Screens. Ja gut, haben sie nehmen die jetzt einen Special Attack Investment oder einen Physical Attack Investment für Explosion? Die können das ja nicht. Ohne Physical Attack Investment macht Explosion nichts. Ja. Das ist halt die Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich wirklich bei Grimmsnarl bleiben. Ja, wir haben auch sehr große Probleme mit Zygarde. Dieses Pokémon könnte theoretisch auch komplett durch unser Team sweepen. Da haben wir fast keine Resist dagegen. Warte mal. Ja. Oh Gott, ja, stimmt. Vor allem, weil es halt 1000 Arrows hat, da können wir nicht einfach was Fliegendes mitnehmen. Grimmsnarl, wie viel, wenn wir Grimmsnarl Physical Defensive spielen, wie viel nimmt das dann von Earthquake mit? Oder 1000 Arrows? Zygarde 10%. Oh, das geht. Hinter Reflect, ohne Reflect ist es trotzdem mehr als die Hälfte. Da würde ich sagen, dass Grimmsnarl eigentlich fest drin sein bleiben muss, einfach wegen Psyguard. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Vor allem die Alternativen, die wir dann haben, also Lycanroc, das macht auch nicht viel, das ist sogar langsamer als Zygarde. Vielleicht spielen sie es auch Scarf, damit man Dingens. Damit sie gegen Horse Spectrum was machen können. Gegen Horse. Ja, würde ich eigentlich fast sagen, dass das Team, so wie du es jetzt gebaut hast, locked in ist. Ne. Übrigens, Flygon Speed Time mit Victini, wenn wir Scarf spielen. Ich glaube auch, dass Scarf hier der Way to Go ist. Geht auf Flygon auf jeden Fall. Flygon ist ja unsere Hauptantwort gegen Regieleki, wenn es offensive ist. Ne. Wir outspeeden Regieleki, by the way, nicht mit Scarf, glaube ich. Hier ist 76. Doch, 492. Ja, das ist aber nicht Full Investment. Oh. Oh. Die können es genug Investment, dass wir sind, aber das wissen nicht outspeeden. Welche Moves man da drauf macht, ist noch okay. Aber ja, hier habe ich auch schon mal Heatran. Habe ich die Moves gemacht. Ich würde es größtenteils Specially Defensive bestimmt, was noch annoying werden kann, ist Earthquake auf Venusaur, das kann mit Heatran. Ja, ich wollte gerade sagen, Venusaur Earthquake. Aber ja, wir brauchen auf diesem Pokémon theoretisch kein Special Attack Investment. Okay. Wie gesagt, Regieleki stirbt durch Earth Power, Grunbull stirbt durch Flash Cannon. Ich weiß nicht, wie viel Victini macht, aber das kann sowieso nicht so viel gegen uns machen.
dieses Pokémon. Buzzwole. UBOO. Hat auch keine gute Special Defense. Cobalion wird wahrscheinlich auch sterben. Höchstens auf dem Switch. Ah, ist Cobalion langsam oder schneller wie Heatran? Schneller. Base. Auf jeden Fall 108. Naja. Die haben alle 108. Persian hat auch Furco, das heißt, es hat eine Feuerschwäche. Oh ne, doch nicht. Es war Furry. Never mind. Aber es hat keine, es hat nicht so eine gute Special Defense, deswegen whatever. Überhaupt kein Problem. Ich erwarte nicht, ich erwarte, dass sie. Ich glaube nicht, dass sie Persian mitnehmen werden. Ich bin mir nicht sicher, ja. Wenn dann wegen Spectrier. Das kann man theoretisch auch mal kalken. Höchstens, ja. Aber ja. Wie handhabt Spectrier Persian? Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, dass Ribombee würde auf jeden Fall Xatu reinbaiten. Weil die Sticky Web erwarten. Was haben wir hier? Xatu. Gern. Ja. GG. Ja, also es ist Quiverdance, Bambi, Scarf, Flygon, Panky, Heatran. Ja, Heatran würde ich dann wirklich größtenteils wegen Reggie, Alecky, Special Defense spielen. Weil was wollen wir sonst tanken? Victini, ja gut, da haben wir Flashfire. Ich weiß nicht, wie viel Bolt Strike macht. Oder, ja gut, sein Headbutt Resistant, wenn du U-Turn kannst du sowieso in die Tonne schmeißen. gegen Buzzwole werden wir nicht rein switchen. Nein. Gegen Cobalion auch nicht. Cobalion gegen Milotic vermutlich auch nicht. Gegen Seigert auf keinen Fall. Ich hab halt nur noch die Frage, wie viel nimmt Heatran oder Defensive Investments von Venusaur Earthquake? Specially Defensive. Das ist jetzt nicht unser Spread, aber whatever. Ja, passt, solange es nur Defenses. Denken wir die Zahl, die mich interessiert. Ja, das kriegt sogar ganz gut. Macht nicht so viel. Surprising, ja. Aber ja. Ja, da kann man Special Offensive machen. In dem Fall. Yeah. Wenn wir zur Not eine Earthquake auf tanken können, dann brauchen wir wirklich kein Special Defensive Investment. Wollte gerade sagen, dann können Grimmsnarl unser Physical Tank sein, weil es mir da eingefallen Cobalion hat ja Steel Stab. Die haben einen guten Stab gegen Grimmsnarl. Ja. Was machen wir noch gegen Cobalion? Flygon. Weiß nicht, ob Flygon gegen Cobalion viel ausreicht. Also zum Reinswitchen meine ich jetzt. Speziell zum Reinswitchen. Ach so. Weil so wie es jetzt auch aussieht, muss ich fast sagen, dass wir dann was sacken müssen. Na, Cobalion ist nicht so stark. Okay, Base 90 Attack nur. Naja. Oh. Das ist eher defensiv. Na gut, wo wir dann drei Musketieren, ich glaube, waren am wenigsten benutzt. Ich bin mir nicht sicher, es ist halt schon ein gutes Typing. Stealth Rock. Es ist Typing. Volt Switch. Also, das hier ist halt schon ein gutes Set. Naja, also das Typing ist halt so, dass ganz egal, welche von unseren zwei Defensive Monster wir jetzt hier haben, Heatran und Grimmsnarl. Die haben ein perfektes Stab drauf. Ja, guck mal. Achso, ja, das ist in der Reflect. Aber das. Ja, gut, Close Combat könnte gefährlich werden. Aber wenn wir einen Reflektor haben, dann passt das schon. Ja, hinterher auf Reflektor passt auf jeden Fall. Das kann aber nicht killen. Aber es, die Sache ist halt, es hat keine Recovery, deswegen, whatever. Ja. Und wie gesagt, unsere Alternativen würden uns da auch nicht helfen. Lycanroc hat auch eine Schwäche gegen beides. Und Savage hat höchstens noch gegen Cobalion, aber Rotom Wash ist nicht so gut gegen den Rest von deren Team. Ja. Ich glaube, Cobalion kriegen wir irgendwie totgechippt. Es hat halt keine Recovery.
Wobei, wenn ich jetzt mal angucke, was man Wash wäre, eigentlich ziemlich, eigentlich schon eine worth the consideration. Die haben zwei Electric, zwei Water Types und wobei. Das ist eigentlich ein Free Switch. Es wird halt komplett gewallt von Venusaur. Das stimmt, ja. Like jedes Mal, wenn wir Rotom reingehen, dann kommt Venusaur for free rein und kann Leech Seed drücken. Oder Synthesis oder irgendwas. Oder Spike, ja. Das hab ich jetzt gerade erst ein Vacuum angeschaut. Like Electric kann ich viel gegen Rotom Wash machen, Meritic kann ich viel gegen Rotom Wash machen, Kobalion kann ich viel gegen Rotom Wash machen. Basel kann was machen, aber wird einen Burn mitnehmen. Victini kann, glaube ich, nicht viel machen. Außer rauspivoten. Und die anderen, die vier Lower Tiers, die sie haben. Ja. Also, wenn wir Rotom Wash mitnehmen, dann wird der Kampf halt viel länger dauern. Das kann stimmt. Ich dir versprechen. Ja, und ich glaube, das wird dann eher in denen Ehre, weil wir haben fast keine Recovery, die schon. Ja, das ist wirklich ein Kampf, der eher. Wir müssen aber auch schnell auf die Offensive gehen. Mega bulky. Das Einzige, was annoying sein wird, ist. Ich glaube auch, dass sie Granbull mitnehmen können, weil das einzige Pokémon ist, das Wish kann. Und damit können sie Cobalion hochheilen, Victini. Gut, dieses Pokémon kann auch Roost. Recover, Synthesis, Roost. Ja, vor allem, eine andere Frage wäre auch gewesen, was droppen wir für Rotom Wash? Ja. Und da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, weil das alles ziemlich gut erklärt, warum die alle da sind. Die haben alle eine wichtige Daseinsberechtigung. Na. No. Why Mega Beedrill? Was trifft das außer Persian? Alles. Ja gut, es macht auch ziemlich gut Damage gegen Mega Venusaur. Das ist ja bye-bye, das Dabs sind ja neutral. Ja. Also nicht ewig drauf rein switchen kann. Mega Beedrill ist der Chip, den wir gerade besprochen haben, ja. Das macht ordentlich was. Wie gesagt, wenn wir irgendwie einen Felsdinger rauskriegen mit einem Kill, dann ist vorbei. Na, Knockoff brauchen wir ja nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. Gut, Reggie Alecki killt es trotzdem. Und ist schneller. Also ja. Über das überrascht mich jetzt nicht. Und Zygarde. Wird wahrscheinlich mit Extreme Speed auch killen. Du bist gerade auf Uber Dragon Dance. Oh, du hast recht. Also auf dem Dog! Da ist Dog. Ja, nicht ganz, aber. Ist so ein bisschen Chip ist leicht zu kriegen Jolly. Auf Beedrill. Dann machen wir das jetzt Jolly spielen, was wir wahrscheinlich tun werden. Ja. Ja, außer Chip macht Beedrill wirklich nicht viel. Das ist halt extrem guter Chip. Ja, wie gesagt, Felsdinger stimmt, ja. Auch ohne Felsdinger, guck mal, das macht fast gegen fast alles macht es über die Hälfte. Oder fast die Hälfte. Und dann kommt was rein, was vielleicht sogar finishen kann. Dann behalten wir Beedrill für Offensive Momentum. Ja. Okay. Also wir haben Heatran auf Special Defensive. Können Sie mal die Vs da reinschmeißen. Ich mache es erstmal so. Und ich weiß nicht, was wir damit outspeeden wollen. Wahrscheinlich Granbull. 45, das kriegen wir locker aus Spiel, oder was? 207. Ich glaube, da sind wir sogar schon drüber. Ne, nicht ganz. Nicht ganz. Aber egal. Ich meine, es hat Close Combat, also Outspeeden wahrscheinlich schon wichtig. Ganz ja, Close Combat.
Aber wenn die das so offensiv spielen, dann haben wir kein Problem damit. Okay. Glaube ich. Dann können wir nämlich einfach Spectre reinschmeißen. Vor allem, wenn sie sich in Close Combat gelockt haben. Ich glaube nicht, dass sie den Choice Heights mehr auf einem Grand Ball spielen. Earthquake 50 bis 59 Prozent. Ich glaube eher, dass sie Earthquake aus Close Combat spielen. Es geht gerade nicht um die Moves von da drüben. Achso, ja. Aber ja, guck mal. Ich gucke. Ja. Wir kriegen trotzdem Free Nasty Plot. Unten wird aber was rein. Zum ja. Also die Option existiert. Worüber man sich auch Gedanken machen könnte, wäre Toxic Spikes auf Beedrill. Bin ich jetzt, glaube ich, kein großer Fan von. Die Mega Mega Minions frisst die auf. Okay, aber die einzige andere Resistenz ist Kobalion und Xatu. Und maybe Milotic mit Marvel Scale. Aber da werden die bestimmten Burn Orb, also oder so, sowieso run. Wobei Toxic Pulse natürlich besser wäre wie ein Burn, weil es einfach stacked. Ja. Und Xatu kann nicht wirklich auf Mega Beach rein switchen. Ne, auf keinen Fall. Sonst haben die keine Hazard Control, oder? Rapid Spin auf Frankie Lecky. Ja, das kann Rapid Spin. Das hier hat Magic Bounce, aber ich glaube ansonsten wirklich nicht. Wie gesagt, Xatu kann nicht wirklich auf Mega Beach rein switchen, sonst können wir rauspivoten, dann haben wir das Momentum. Ja. Und selbst wenn, wir können es mit Beedrill wieder absorbieren. Flygon kann fliegen, Heatran kann. Ist immun, ja. Doch. Kann man sich überlegen, aber die Frage ist wegen was. Aber wir brauchen wir Drill Run? Ja, wegen. Brauchen wir Drill Run wegen Regieleki? Glaube ich nicht. Ich glaube, Regieleki ist durch Poison Jab gestorben, wenn ich richtig gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann gerne nochmal nachschauen. Na guck, Poison Jab killed outright. Ne, wegen Victini hab ich gedacht. Victini, das ist eine andere Frage. Das macht literally genauso viel. Ja, genauso viel wie Poison Jab. Na gut, dann können wir hier. U-Turn, Poison Jab. Bellstinger, Toxic Spikes. Da würde ich gern wissen, bei wie viel Prozenten Faustinger jeweils killt bei allen Mons. Das können wir dann im Kampf kalken. Ich hätte jetzt so eine Liste gemacht wie beim Speed-Tier. Da wir so ungefähr die Prozente haben, wo die droppen werden. Okay, was ist hier gefährlich? Speed-mäßig. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas mit einem Scarf outspeeden können. ...282 sind 421 mit Scarf. Kriegen wir das 282. hin? Ja, kriegen wir. Aber ist das realistisch? Ist ein Scarf Buzzball gegen unser Team realistisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, die spielen das eher defensiv. 423 ist ein Buzzball, nicht 21, 23. Oh, stimmt, ja. My bad. Das kriegen wir trotzdem ziemlich genau. Ja, ich glaube nicht, dass sie einen Scarf Buzzword bringen, weil wenn sie sich in Buzzword reinlocken, dann ist Heatran free drin. Wenn sie sich in Close Combat reinlocken, ist Spectre free drin. Ich glaube nicht, dass sie das Ding choice. Ja, ich glaube, also selbst wenn, glaube, dann brauchen wir nicht drauf achten. Dann müssen wir, glaube ich, nur schauen, dass wir schneller als Zygarde, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja, Zygarde. Wie viel kriegt das noch mit Scarf, gell? Ohne Scarf, wir können das mit Scarf nicht outspeeden. Ja, 541, das ist nicht drin. Ich bin sogar im Speed High. Brauchst 361 mindestens. 62. So. Ja. Jetzt outspeeden wir.
unscarved. Uneven noch, gut. Passt. HP meine ich, die ist immer noch uneven. Ja, so wie es sein soll. So wie es sein soll. Deswegen sage ich ja gut. Aha. Das Spectre sollte eigentlich das Moveset schnell hingekriegt haben. Ich glaube hier, ja, wobei hier wollte ich noch Speed, aber ne, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir wollen, wenn wir das Max Speed, dann haben wir Speed Time mit Scarf Victini. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man damit kriegen kann. Ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass sich hier viel rütteln lässt. Nö. Hier habe ich, kann ich auch schon mal. Cover Dance. Okay, cool. Brauchen wir Bugbuzz? Ja, wegen Victini. Okay, ist alternativ. Also mit nach einem Quiver Dance. Ich glaube, das lernt kein Sleep Powder. Ich glaube, es lernt nur Stun Spore. Ja. Ah. Ja, okay, dann ist es nicht dann Bugbuzz. Was für ein Item überhaupt? Focus Sash? Heavy Duty? Ich glaube, Heavy Duty Boots ist ganz okay. Heavy Duty Boots ist der Standard, ja. Haben die überhaupt irgendwelche Hazards? Das wollte ich jetzt gerade fragen. Auf Kobalion. Kobalion hat Hazards, Zygarde hat theoretisch auch Hazards. Wegen Dingen, deswegen Xatu müssen wir aufpassen. Xatu wäre Hazards. Xatu wird keine Hazards. Zygarde wird keine Hazards. Das kann ich dir verstehen. Versprechen. Das glaube ich auch nicht, dass die mit Hazards kommen. Das ist eigentlich immer gechoiced. Aber theoretisch kann sie. Und Xatu kann man so Toxic Spikes zurückschmeißen. Ja, ich glaube, da brauchen wir dann theoretisch gar keine Heavy Duty Boots. Gar keine Heavy Duty Boots, ne? Wollte gerade sagen. Was stattdessen? Wollen wir einfach Life Orb für Max Damage? Das haben wir hier die ganze Zeit gekalkt. Mit Focus Sash. Mega Venusaur. Kann dann Life Orb plus One Mega Venusaur one-shotten? Auf keinen Fall. Ich weiß gerade Bugbuzz an. Psychic. Aber das macht ohne Investment auch eine Menge schon. Oh, that number though. Guck mal, wenn wir wenn sie in Moonblast rein switchen, dann Psychic abkriegt es vorbei. Ne. Boosted. Ja. Mega Venus soll wahrscheinlich auf einen Boost, auf den Boost reinkommen. Ne. Also, dass wir jetzt Boost kriegen und dann mit Psychic reinhauen. Brauchen wir, also zu der Frage, brauchen wir Bugbuzz? Nein. Aber es hittet fast alles neutral. Ja. Ich geh nochmal auf Victini. Ja, das macht Moonblast auch. Das Victini ist wirklich das einzige, was Bugbuzz wirklich der beste Move wäre. Und significantly besser wäre. Na. Anders als wenn ich jetzt gerade so guck. Dann ist so Bombi ein Late Game Cleaner. Ja, oder ein Midgame Breaker. Dass ich praktisch das Team aufweicht für Spectre, ja. No. Oder. The Synergy is there. Würde ich jetzt so behaupten. Also, wir können obviously auch anstatt Bugbuzz Sticky Web reinschmeißen, wenn du willst. Ist. Ich glaube, hier ist es so wichtig. Ist. Nicht? Oder? Ich meine, es wäre eine Option, falls die Scarf Victini, falls die Reggie Alecki wegen Zygarde. Ich glaube, das wären so die drei Hauptdinger, aber. Ja. Mist, die Keyweb. Wir würden auf jeden Fall Reggie Alecki reinbringen, weil es ist deren bester Spinner. Wenn es halt schon da ist. Ja, also wir können. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob wir Dingens. Wie viel Speed hat Reggie Alecki? Kannst du mir kurz zeigen? Eine Menge. Base 200. 476. Wie viel droppt nochmal Sticky Web? Minus 1. Minus 1. 317.
Das ist schneller, das ist schneller, das ist schneller. Ne, doch, das ist schneller. Aber das ist mit nicht so viel, das ist halt nicht mit Full Investment. Was man nicht spielen würde, obviously, aber. Also, die Sache ist halt wirklich, außer Reggie Aleki haben die halt keinen Spinner. Deswegen könnte man sich halt wirklich überlegen. Oh. Wenn Xatu tot ist, kann man dann die Hazards stacken. Ich würde gerne Flygun Speed nochmal schauen. 328 mal 1,5. 492. Ja, Flygun wird auch ganz schnell outspeeden nach dem Sticky Web Drop. Auf jeden Fall. Danach spielen wir Sticky Web mit Bugboss. Das macht halt das direkte Matchup gegen Victini schlechter, aber da wollen wir sowieso nicht mit Rebombi drin bleiben. Ich habe meine Moves gerne sortiert, okay. Weil ich mach's auch, ich sortiere meine auch immer gerne, aber halt nach Typing, nicht nach. Ich würde hier sagen, dass wir einfach den gleichen Speedstat wie hier haben. Was das Speed ist nochmal? Zygarde. Ja, stimme ich zu. Gleichen Speedstat, dann Maximum Special Attack und dann Rest dann in Bulk. Oder wollen wir. Nee, das wird dann. Ich bin gerade gut schon überlegt, aber das wird dann dubloated. Dann müssen wir irgendwas aufgeben, was wir brauchen. Ja, ich krieg nur 363 hin. Noch die Heavy Duty Boots für Life Orb auswitchen. Stimmt. Ja, Shield Dust. Ich hab Shield Dust. Wir können auch Honey Gather spielen, wenn du real bist. Einfach nur als Flex. Ja, wie würden die das ausfinden? Die haben ja keinen Frisk, oder? Frisk. Ah, Trace. Nee. Ja. Spectrier. Spectrium. Aber handeln wir das mal ab, weil das ist ja ziemlich offensichtlich, was da, also zumindest in Sachen Moveset wird. Ich glaube, hier kann man einfach. Offensichtlich. Da wollte ich mir noch überlegen, ob wir tatsächlich ein Screen Scrims nahe spielen. Ja, schon. Ich glaube, Screens sind super gut. Screens sind super gut. Ich glaube, wir brauchen keine Paralyse. Nein. Deswegen können wir hier tatsächlich Brick Break spielen, falls die selber Screens nehmen. Weil wenn wir selber hinter Screens chillen, dann kann dann Ground Grimson halt sowieso alles machen, was es will. Das und wenn wir Kobayon reinbaiten können und mit Brick Break hätten, wäre es nochmal doppelt gut. True. True. Und Spirit Break, dann... Warum ist Spirit Break? Ich glaube nicht. Zygarde, stimmt, ja. Für Zygarde auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie wir sonst Zygarde killen wollen, außer mit Chip. Und das ist bei Zygarde problematisch, gerade wegen Speed. Also wir mit Zygarde ein One-Hit raushauen können. Ich muss mir wirklich so ein Tool holen, damit ich auf meinem Bildschirm zeichnen kann. Das ist bestimmt super praktisch. Ich glaube, Unvested Spirit Break sollte Zygarde killen. Lass uns rausfinden. Gerne. Ich weiß, dass es voll Investment hat. Ich ändere es gleich. Ja, ach so, stimmt. Tut's ja. Ja. One shot. Dann können wir wirklich voll First Death spielen. Oder brauchen wir Speed für irgendwas? Unwahrscheinlich. Das, was wir handeln wollen mit Grimmsnarl, wenn wir nicht outspeeden können. Ja, glaube ich auch. Also voll physisch defensiv. Ja. Impish. Very poetic. Ach stimmt, hier wird noch Spirit Break. Spirit Break, ja. Spirit Shuckle. Okay. Fantastic.
Dann noch Spectre. Nasty Blood hat aber Substitute Wither Wasp. Oder? Ich meine, hätten Power lernt sie leider nicht. Nein, oh Gott, nicht Sunny Day. Wow. 130, ich glaube damit... Oh, innovativ. Wie innovativ. Ja, ich glaube, dann nehmen wir auch wieder den gleichen Speedstat wie unten. Pass auf, am Ende werden wir einfach von Shell Smash Huntail gesweept oder so ein Shit. Das wäre... 406. Ne, mehr. 456, ja, das können wir ja nicht outspeeden. Und ich fand sie immer Coil Huntail viel cooler. Wo waren wir hier? Deswegen nehmen wir einfach den gleichen Speedstat. Was war das? 360. Warum hat Himmet? Oder da ist ein HP. Okay. Würde Carmine mehr Sinn machen als Nasty Plot, ist die Frage hier. Ich glaube nein. Nee. Gerade so, wenn man so guckt, wie bulky die zum Teil sind und unterwegs sind, würde ich schon gerne den Damage mitnehmen. Schnellen Damage, ja. Hier fehlt noch. Stimmt, hier wollte ich noch Sachen kalken für Heatran. Zum Beispiel? Victini Ball Strike. Und Earthquake von Granbull. Oder Close Combat. Ich werde kein Close Combat auf Granbull mitnehmen, das fand ich wohl wahrscheinlich. Ja, aber Earthquake. Earthquake auf jeden Fall, ja. Weil außer Heatran haben wir nichts, was sie mit Fighting Type Moves treffen müssen. Ich tue sie schon mal importieren. Ich werde es dann nochmal löschen, ob es lebe. Heatran gegen Granbull. Killed. Muss mal aufpassen. Mit Full Investment. Okay, er killt trotzdem. Das macht nicht so viel. Überlebbar. Vor allem, wenn wir da hinter Screens stehen. Kann das Ding irgendwas anderes, was uns gefährlich werden könnte? Brick Break. Ich könnte tatsächlich Brick Break mitnehmen. Ja, würde auch Sinn machen, wegen dem Dingens. Den Screens, ja. Final Gambit! Aber wenn wir, kann ich mir eher vorstellen, dass die Brickback auf Buzzword mitnehmen, wenn sie Buzzword überhaupt dabei haben. No. Doch, ich kann sehen, dass sie Buzzword mitnehmen. Kann ich auch sehen, aber das Einzige, also, aber halt, ich kann halt mir auch was vorstellen, ist, dass Buzzword halt nicht in die Top 6 und den reinkommt, das ist halt nicht weil es schlecht ist, sondern weil andere Optionen besser sind, nicht mitgenommen wird, weißt du? Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Flashfire, okay. Just checking. Scorching Sand. Oh. Scorching Sand habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, das macht trotzdem nicht viel. Ja, wegen Special Defense Investment. Ja. Sonst nichts, ne? Kann man noch Break. Break tut ja erst, nachdem es die Screen gebrochen hat, kalten, oder? Ja. Ja, das kalkt das hier nicht, schade.
Aspara macht auch einen Good Chunk. Lass uns schneller als Uninvested Buzzword sein. Yes. 194. Nehmen wir 196. Irgendwas anderes war da auch noch Uninvested. Was man noch spielen kann. Milotic ist irrelevant. Kein Matchup, das wir haben wollen. Xatu. Das ist schneller, als ich erwartet habe. Aber das kann uns eh nix. Xatu ist wurscht. Können wir immer rein switchen. Können wir auch Two-Shot mit Fire Blast und into Flash Can. Nice. Also das kann nicht wirklich bei uns rein switchen. Aber weglassen können sie es auch nicht. Ja. Yeah. Because Sticky Web. Aber wir haben schon noch einige lustige Hazards, würde ich sagen. Ja. Wir haben alle Hazards. Meine ich. Wir haben keine Spikes. Kann Flygon nicht? Kann Flygon keine Spikes? Nein. Wollen wir es so machen? Dann sind wir schneller als ein Fullspeed Grunbull. Ja, das will ich schon mitnehmen. Also schneller als ein Fullspeed Combo. Das will ich mitnehmen. Das will ich so nehmen. Gut, sind wir fertig. Oh Gott. Ja, wir haben 14.35 Uhr, warum bist du müde? Mittagsschlaf. Ja, ich hab's auf der Arbeit angewöhnt, Pausen im Mittagsschlaf zu machen und es fehlt mir jetzt. Put Stats, Moveset und so, ja, würde ich schon sagen, sind wir fertig. Nice. Gegen diesmal viel schneller. Habe ich das Gefühl. Das letzte Mal hatten wir auch schon einen Verhead Start, ne? Yeah. Nicknames bräuchten wir jetzt halt noch. Irgendwelche Vorschläge? Habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Oh, ich weiß, ich mir das nur Mist nicht merken kann. Hit me. Wo ist es jetzt? Wenn ansonsten nehme ich andere Fighting Game Soundtracks. Habe ich es da aufgeschrieben? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich aufgeschrieben habe. Google Docs vielleicht? Ah, ich liebe es. Wenn du es nicht findest, mache ich einfach, okay? Nee, ich finde es nicht mehr. Ah, großartig. Cool. Dann. Gut, das ist ein Game, das spielst du nicht, deswegen. Aber der Soundtrack von Grand Blue Fantasy Versus, ich hab Grand Blue Soundtrack auch schon die ganze Zeit im Hintergrund. Sonst vielleicht den Rival Soundtrack? Na, wir nehmen Grand Blue heute. Fühl ich. Okay. So. Geister. Kann ich natürlich nicht beurteilen, ich spiel Rambo noch nicht. Yeah. Don't worry about it. Interested, aber. I am not interested. Machen wir es dann durchgehen, durch das ganze Bracket durch, einfach immer nur Soundtracks? Sure, können wir gerne machen. Bin ich down. Existence.
Bro, das wird dir gefallen. Ich weiß nicht, warum das so heißt, aber sure. Das ist normalerweise von einem Eischarakter, aber der Typ zoomt durch die ganze Stage rum, deswegen passt es. Das ist basically der Feuercharakter. Sie schmeißt mit Geistern rum. Ja, das ist ein Eischarakter mit Dual Blades, der teleportiert. Das ist der Final Big Boss. Bodies. Der ist groß und kann Sachen schmeißen und Barrieren und so. Das hier ist Zoe, sie kann Drachen beschwören. Und das hier ist einfach nur ein Gnom mit einem Speer, der doppelt so groß ist als er selber. Das hier ist nochmal ein Shiny aus Pink. Okay. Ich mach das ja auch Shiny einfach, weil es mir gefällt, okay? Wie du das. Sind wir fertig? Dann sind wir schon fertig, ne? Sehr gut. Dann schicke ich dir das Team gleich nach der Aufnahme. Irgendwelche letzten Worte. Sehr gut. Alles dann. Macht's gut. Ciao.